Hallo, ihr Lieben. Hallo. Vorerst mal unsere letzte Tokyo Treat ist abbestellt und ja, jetzt machen wir mal eine Zeit lang eine Pause mit den japanischen Süßigkeiten. Wir haben es schon alle hier. Chipsballs. Nicht, dass es scharf ist. Mit Petersilie, gewürzt, verfeinert. Große Hasenkette. Hier. Was ist das? Sehen ja wie Pilze aus. Doch, was schmecken die? Weiß nicht. Schmecken? Essig? Schmecken zu säuerlich. Oder? Ja. Ich esse nur noch einen. Wenn es nicht machst, mir tu es bitte daher. Nimm mir noch einen. Ja, was dir schmeckt. Ich weiß nicht, was drin ist, aber es schmeckt so. Ich nehme nochmal einen. Sauer ein bisschen, gell? Ich schmecke einfach nach Käse. Käse? Naja, aber geil. Okay. Wenn es so ein braun ist, da ist außen dran so was Braunes. Gewürz. Und das schmeckt sauer. Und manche haben da nicht so viel drauf. Okay. Ja. Also, was sagt ihr dazu? So. Das schmeckt voll gut. Mhm. Ja? Ja, Geschmäcker sind anders. Sei froh. Das ist ein, kann ich nicht leben? Tsubumi Aloe. Aloe Vera, Aloe Vera drin. Kannst du Albanisch? Albanisch kann ich, ja. Ich kann gar nichts. Ich kann bloß Schwäbisch. Und? Smabi? Das ist Rösel, das ist so. Ich kann ja Rösel? Ich kann ja nicht mal richtig Deutsch. Lass jetzt Abi mal probieren. Nee, da sind Brösel drin. Ja, trink. Das ist ein Bröseldrink. Ein Traubendrink. Traubendrink. Oh, wie ekelhaft. Da sind so kleine Dinger drinnen. Warte, der schmeckt wie echt die Dinger. Da schwimmt irgendwas drin, ja? Wie so Blätter oder so. Ja, Aloe Vera Blätter. Mmm, lecker. Zeigt sie auch. Sangaria. Ihhh. Oh, nicht auf meine Hose verschütten. Nee, Millet, oder? Vielleicht wieder. Millet. Später kannst du trinken, wenn es dir schmeckt. Ach, auf einmal schmeckt es wieder, gell? Vorhin hast du gesagt, das schmeckt dir nicht, oder? Am Anfang. Das schmeckt dir nicht. Also. Mama ist. Ekelhaft. Schokolade. Schokolade. Mama greift wieder nach immer Schokolade. Hauptsache braun. Hauptsache braun. Was ist das hier? Irgendwas. Sieht gut aus. Sieht gut aus. Riecht gut? Ja. So. Ich. Schmeckt gut. Oh gut. Okay. Geht. Geht. Also, ich sag so. Also okay. Schauen die Dinger aus. So, so lustige Cracker. So ein Cracker. Seht ihr es? So. Nicht weg. Jan ist dran. Mickey Mouse. Immer die gleichen Sachen in anderen Versionen. Merkt ihr das irgendwie jetzt langsam? Ah wo? Doch, die das drei ist auch Sachen, wieder. Die wir jetzt hatten bisher, die haben wir noch nicht gehabt. Aber sowas. Und sowas hatten wir schon oft. Ja, aber nicht mit dem Geschmack. Die gibt's doch bei uns auch. Wie heißen die? Wie heißen die gleich wieder? Gibt's doch bei uns auch. Die sind so mit Schokolade gefüllt. Kekse mit Schokolade gefüllt. Ja, wie diese Koala-Bären da, die es gibt, glaube ich, gell? Ja, aber die Schokolade schmeckt bei denen an, komisch. Genau. Schokolade schmeckt komisch. So. Schmeckt allgemein komisch. Dann war wieder Spielzeug drin von Pokémon. Echt? So ein kleiner Vogel. Da war noch ein Mondkolle. Da war noch ein Spielzeug, ging es auch gleich. Nein, da ist was Süßigkeiten. Das ist kein Spielzeug. Komm ich da? Ja. Ich nehme jetzt das da, das ist so komisch. Oh, wie der Pokémon drauf. Ja, Pokémon. Pikachu. Pokémon. Da hat es so, wie so Honig. Pikachu. Dinger drin. Seht ihr das? Das ist. Was ist das? Marmelade. Hört, das mache ich nicht auf. Das ist, glaube ich, so Gelee, so Gummibärchen. Gelee, doch. Muss ich probieren. Nein. Doch. Das ist ein Dip. Was soll da ein Dip sein? Mach halt einfach auf. Brown. Ja, Gelee. Das ist kein Gelee. Was ist das eklig? Bäh. Ja, welcher Geschmack?
Dreimal dürft ihr raten, welchen Geschmack. Jeder hat den gleichen Geschmack, glaube ich. Traube, ja moin. Tu mal probieren. So schaut's so aus, ist so ganz glibberig. Warum ist das traubige, komische Geschmack da drin? Also, Milene, wir hauen es uns ein, oder? Mhm. Ich nicht. Machst du das wirklich? Mhm. Nee. Euch wird schlecht. Mhm. Ist eigenartiges ja. Ding. Kannst du es reinkauen, Milene? Mhm. Echt? Kriegst du es runter? Ganz glibberig. Also, oh, wie kann man sowas essen, ey? Die zwingt sich das Zeug rein. Vor allem, da kauft man so eine Packung und dann hast du 8 so Dinger da und dann ist es weg. Na, wenn es schmeckt? Nee. Also? Nicht so richtig. Daumen nach unten. Schmeckt es dir, Milene? Ja, alles runter. Echt? Okay, ja. Wenn du meinst. Erstes Gesicht wird sehen. Ich bin. Ja. Erstes Gesicht und dann. Was ist denn das? Das. Tabletten. Ich glaube, das ist Brausetabletten. Kaugummi. Dann müsst ihr euch das teilen. Brause. Danke. Dann müsst ihr aber ihr zwei euch das teilen. Ja, beiß mal ab. Ein Cola. Cola. Au! Lutsch mal, Lutsch! Der brennt. Sprudel! Der sprudelt. Brause. Hm. Nix für mich? Ach, Gott, nee, danke. Nix für mich. Nee, für dich? Ja, mein Fall ist auch nicht. Deine Gian? Gian schüttelt sich schon, wir wissen schon, was ist. Wer kommt dran? Ich. Ja. Beiß mal rein. Dann hauen wir auf der Zunge. Beiß mal rein. Soll ich mal zerbeißen? Die sind echt sauer. Mmh. Ich nehm die hier. Da war schon Mundschwein. Was ist das? Mmh. Ich weiß nicht, was ist das? Was ist das hier? Egal, mach auf. Egal, mach auf. Schau mal so ein, Mama. Boah. Ja, alles. So, haben wir das schon gemacht, oder? Das soll mit irgendwas. Also, ich fand es so. Ja, also, Gian hat sich eh geschüttelt. Boah. Ich weiß nicht, was das sein soll. Brezel, aber mit was? Hä, was ist das? Ja, da ist was Rotes auf der Packung drauf. Was ist das? Sauer. Das ist nicht. Ich muss jetzt nicht rausspucken. Nee, Papa, es ist ganz. Was ist das? Hör jetzt auf, geh was trinken. Da ist was Rotes drauf. Ja, keine Ahnung. Wir werden sagen, was man nicht kennt. Erkennt ihr das? Ist kein Wort auf Englisch oder Deutsch oder so. Keine Ahnung, was es sein soll. Die Frucht da und die Stäbchen. Die Stäbchen schauen so aus. Da ist kein Buch dabei so, diesmal. So rot und außen doch. Ist... Sauer, salzig, keine Ahnung. Ja, gib mal her. Abi ist dran, der soll schon mal holen. Ich schau mal nach, was das ist. Plätzels. Jan, du bist ich dran. Bin dran. Ja? Ja? Mach mal. Du musst ganz nach vorne. Lass mich schnell gucken. Okay. Was war das hier? Also, geschmeckt hat es, glaube ich, keinem, oder? Ekelhaft. Also, das war's, ich hab's. So. Da steht nichts drin, oder? Doch. Kaugummi. Was ist das? Flower Unique and Below. Sour Plum. Selten sauer ist das, was wir vorhin gegessen haben. Was ist das? Mama will das eh nicht. Das ist mir zu sauer, Leute. Boah, oh, ich da schon reinbeißen. Schau mal, da hat es innen drin so Pulver. Ja, jetzt sieht man es, glaube ich. Ja, ist ein Kaugummi. Ist ein Kaugummi? Okay. Hm? Naja. Zitrone. Die haben ja Geschmack. Da steht, dass die Japaner das Dick so gern mögen, angeblich. Der soll ganz Ding sein. Ich schluck jetzt das runter. So, da haben wir wieder ein Eis. Ein Set zum Basteln. Haben wir schon mal gehabt, gell? Oh, Mama, die Box ist denn? Null. Darf ich aussteigen hier? Du rein. Da. Eine Tablette. Danke, ich habe Kopfschmerzen. Ich hab auch Kopfschmerzen. Ja. Der ist doch nicht sauer. Die hat eine gesagt, dass es sauer ist. Ja, auf dem Bild. Der löst sich wie Puderzucker auf. Puderzucker, das ist nicht mal ein Traubenzucker. Aber der löst sich brutal schnell auf. Das ist Traubenzucker, ja. Aber komischer Geschmack, oder? Ja. Was ist das? Das der löst Root, sich schneller auf. Rootbier. Echt? Keine Ahnung. Hallo, Bier darfst du nicht. Das ist doch nicht. Jetzt da, Milene. Hm.
Ich hole mir Bier rein. Du bist dran. Naja. Jetzt nochmal. Der Geschmack ist nicht gut, nein. Bewerten. Nee, jetzt fällt schon das dritte runter. Nee, was ist jetzt? Das vierte. Stopp, stopp. Hier ist noch ein Armband. Ja, ein Armband, das probieren wir nicht. Grad ist dabei. Millet, kannst du es nicht. Hallo, du hast doch gerade, Millet, wer hat das aufgemacht? Ich. Was ist das? Kaubonbon. Den Erdbeere. Erdbeere. Oh, wo ist ein runtergefallen? Bei Millet ist die Erdanziehungskraft gesehen. Stärker wie bei allen anderen, ja. Da fällt alles runter. Oh, das wissen wir schon. Geil! Ja. Gib es her. Hattet ihr da eins? Kaugummi. Erdbeere. Das ist Kaugummi? Kaubonbon. Lecker. Bonbon. Er mag Kaugummi. Also so sah es aus, ne? Ich weiß nicht. Und da kommen so Würfel raus hier. Wow. Ganz schön fest. So ein japanisches Mauern, sozusagen, ja, ne? Aber vom Geschmack her so gut. Ja. Nicht so fest. Komisch. Boah. Ich komme noch nicht mal hin an das Zeug. Also, beim ersten Beißen ist er gut und danach wird immer schlechter. Gell? So, Mama, komm. Also, bewerten ist. Geht so. Bewerten! Tja. Bewerten. Okay. Ich nehme das hier. Ich nehme Chips. Komm, ich Suppen. Kornpotage. Kornpotage. Potage. So, Millet auch eins. Millet, hier spielt die Sieht Musik. Sieht aus wie so ein Gnocchi. Tian hat sich da einen Spuckeimer gemacht. Wie Gnocchis. Da. Gnocchi. Ja. Nach Mais. Oh, ich mag diese maisigen Sachen. Mais. Mais extrem mag ich. Extrem nach Mais. Aber sehr extrem. Uah. Oh, ich bin halt. Leute, egal. Also. Denk dran, die letzte Box, nur noch zwei Sachen drin. Okay. Nee, die schmecken wir jetzt nicht. Ja. Wow, mein Hund! Ist dran. Extrem nach süßem Mais. Ja. Kinderüberraschungsei, meine. Mein Kinderüberraschungsei. Jetzt habt ihr es. Au. Eine Kinderüberraschungsei? Hast du es schon gezeigt? Du kriegst. Machst in der Box hier auch. Die Schokolade probiere ich nicht. Es war ein Pikachu-Ei wieder mal. Ich nehm den. Lass, da, zum Beißen. Also es sieht aus wirklich wie ein Überraschungsei. Also japanische Schokolade ist definitiv. Schmeckt aber nicht so gut wie Kinderüberraschung. Überraschung schmeckt besser. Wir wollen zwar keine Werbung machen, aber naja, machen wir es so. Ich will mal sehen, wen du hast. Im Leben werden. Kupi Ramune. Den da hier. Schon wieder so Bonbons oder Pause. Ich kann den nicht lesen. Das ist der da. Nein. Kein Ei, keine Milch, keine Gerste, keine Nüsse. Du kannst gut verlernt. Und kein Fisch. Den hab ich. Aua, aua. Den Was hab ist ich. Denn drin? Zucker. Den hab ich. Wie heißt der? Zu 100% Zucker wahrscheinlich. Woher weißt du das? Naja, da ist alles durchgestrichen. Ein paar Prozent sind nur Farbstoffe und künstliche Geschmacksstoffe wahrscheinlich. Ah, das ist eine Zunge. Das nennt man gesunde Ernährung. Bei Family Fun. Ich nehme gleich zwei. So wie das andere. Der löst sich auf. Oh. Aber jetzt, du musst auch eins probieren. Den habe ich schon probiert. Nee, das ist der letzte. Den hat er nicht probiert. Na. Merkt ihr den komischen Geschmack da drin? So wie hast du es jetzt im Mund? Ich hab's doch gerade im Mund gehabt. Na. Lecker! Ja, der hat einen komischen. Soll ich euch mal sagen, nach was der schmeckt? Nach Klostein. Klostein. Ja, ist so. Also. Der schmeckt nach Klostein. Der legt sich da rein. Also, muss ehrlich sagen, mir hat heute nur das geschmeckt da. Die Schokodinger. Ja. Also beim letzten war definitiv der Daumen nach unten, Millet. Und die Chips Millet auch okay. Bewerten. Ja, das schmeckt echt cool. Millet, schmeckt dir das letzte Teil? Ganz weh. Schmeckt ganz eigenartig. Das ist echt eigenartig gewesen. Ich bin froh, dass das unsere letzte Box war. Wir haben es hinter uns. Das hat mir geschmeckt. Okay. Jetzt haben wir noch die thailändischen Süßigkeiten, die Hakan und Ilkay mitgebracht haben. Kanal The Beauty and the Beast. Die testen wir noch.
Schauen wir. Ja, so eine Woche oder zwei. Wahrscheinlich schmeckt. Da lassen wir uns schon noch ein bisschen Zeit. Ja. Okay. Und naja, dann schauen wir weiter. So, wir sagen einfach Tschüss jetzt. Also, tschüss. Ciao. Tschüss.